Kabinen schon. Da werden wir ein Schrem. Das Stück müssen Sie mich lesen lassen. Ich nehme es direkt mit. Morgen früh haben Sie es wieder und verspreche es Ihnen. Also, Herr Professor, es ist eine Affenschande, dass dieses Stück in der Schublade liegt. Aber natürlich führen wir das auf. Und nun, Herr Professor, jetzt schauen Sie sich meine Frau mal genau an. Wieso? Na, ist denn nicht die Virginia, wie sie lebt und lebt? Um Gottes Willen! Die Virginia? Die Virginia ist die 16-jährige Tochter des Königs Titus Tatius. Na und? Ja, also entschuldigen Sie mal, Ihre Frau Gemahlin, die ist doch... Martin, was geht hier vor? Ja. Hier, Benno! Hier, Benno! Bitte, alles mal noch verzeihen. Nur eine einzige Zwischenfrage möchte ich mir erlauben. Ja, was wünschen Sie denn jetzt schon wieder? Geht denn hier in der Stadt überhaupt Militär? Militär? Wieso? Weil ja zu Beginn des zweiten Aktes der große Einzug des römischen Heeres vorgeschrieben steht. Da brauche ich wenigstens meine 12 bis 11 Statisten dazu. Wie viel? 8. Also unter 5 kann ich nicht gehen. Also wir haben hier kein Militär. Wir haben hier nur eine freiwillige Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr? Beim Zorn der Götter, Markus, frage ich dich. Steh, rede mir. Was willst du von mir? Sprich. Dich. Einfach. Dann machen wir eben aus der Sklave Julia einen männlichen Sklaven Julius. Also, das ist ausgeschlossen. Das geht nicht. Das geht nicht. Herr Professor, schau mal einer an. Die Sklavin Julia muss von einer Frau dargestellt werden. Wenn sie um Gnade fleht mit den Worten, ihr Götter helft, ich bin verloren, oh, wäre ich doch als Mann geboren. Aber das kann doch niemals ein Mann sagen. Ja. Da hat er recht. Ja, natürlich. Hätte er der Wunsch gar keine innere Berechtigung mehr. Na, da gibt's nur eins. Dann nehmen wir eben ein Kind. Dann machen wir daraus ein Sabinscher-Kind mit Namen Julium. Also das ist ganz ausgeschlossen. Die Römer waren doch keine Kinderschänder. Als Herr Professor müssen wir ihm die Rolle streichen. Aber das ist ganz unmöglich. Im Theater ist nichts unmöglich. Wahnsinniger! Die Sklavin Julia spricht doch für alle Sabinerinnen. Also, da bleibt uns nichts anderes übrig, als dass man die ganze Julia in einem Brief zusammenzieht. Ha! Ja, was ist denn? Hör doch mal dazu! Wenn Herr Schlaumeier und sein Schwiegersohn einmal bummeln gehen wollen, haben sie sich folgenden Trick ausgedacht. Jetzt kommt's. Sie fangen Streit miteinander an, bis Herr Schlaumeier wütend das ausmacht. Dann wollt ihm sein Schwiegersohn, um ihn zu Der Sabiner schwerste Stunde hat geschlagen. Der Schlachtenlärm tobt fürchterlich. Brief für mich. Thank you.